geht, da sagt er auch nein. Jo, wir sehen die Overpass. Knife Round. Und die Overpass ist interessant. Wer hat die Map sagt gepickt? Sagt man noch DE davor? Das sagt man nicht mehr. Dann halt Overpass. Nur Overpass, ja. Ja, es ist mal interessant, wer die Map gepickt hat. Das würde mich mal interessieren. Ja, der Map-Pick ist wohl der Call von Euronics. Steht da nicht. Sonst hätten sie alles. Weißt du? Schade. Schade, schade. Dann halt nicht. Aber wir lassen uns einfach überraschen. Ja. Also wir sehen ziemlich oft Overpass. Ja, ist doch cool. Ja, ich finde die Map auch ganz schön. Dafür, dass du gesagt hast, dass es durchgehend Cash wird. Ja, die haben voll Anti gemacht. Schon frech. Ja, ich finde Overpass eigentlich eine sehr schöne Map. Also mir gefällt die Map persönlich ganz gut. Also ich mag die. Ich guck die gerne. Ich guck sie gerne, aber ich spiele sie nicht gerne. Also ich spiele sie auch gerne. Ich mag die Position der Mitte. Das ist so einer meiner Lieblingspositionen. Weil man da so schnell den Rotierer spielen kann und. Ich krieg nicht so den. Gut, ich habe sie jetzt nie krass lange mit einem richtigen Team gespielt, sodass ich mir da jetzt so krass viele Gedanken gemacht hätte. Aber ich fand es halt immer irgendwie komisch, dass du eigentlich einen Raum erstmal einnimmst als CT, der im Endeffekt für dich völlig irrelevant ist. Weißt du? Ja. Huch. Nee, ich glaube, das war bei mir. Ja, ich habe gerade einen Fax bekommen. Genau, also nochmal darauf, es gibt keine ESL-Pausenregelung hier. Nee. Das heißt, der Coach darf auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, ey, Junge, konzentrier dich, sonst gibt's kein Abendbrot. Ruhe, Franz. So, es geht los. Euronics gegen Team Kinguin. Und ja, ich bin echt mal gespannt, wie sie hier die Map spielen. Und wie sie mit dem aggressiven Spielstil hier von Kinguin klarkommen. Das hat schon mal nicht geklappt für Kinguin. Da steht Strunk bereit, nimmt hier direkt Furlan raus. Und sie stehen vor B. Und sie haben halt absolut keine Info auf Seiten von Kinguin, dass Euronics da komplett fast vor B steht. Und das könnte jetzt ein schneller Go Richtung B werden. Und man wartet. An der Position, wo Furlan halt gestorben ist, kann er eigentlich nichts wirklich Wichtiges ansagen. Nö. Er sagt, einer am Spielplatz. Vielleicht hat er Mitte hat halt erstmal keinen gesehen am Brunnen. Allerdings musst du immer davon ausgehen, gerade in der Pistol Round, dass die T-Seite viel über den Underground anspielt. Und deswegen auch direkt mal der Schritt von Rallen hier nach oben. Weil man einfach das Gefühl hat, es könnte Richtung A gehen. Vor allem, weil Skrunk hier den nächsten Frag holt. Und Sparrow spielt erst nächste Runde wieder mit. So, und jetzt kann man eigentlich langsam vorgehen. Aber es stehen immer noch zwei Spieler an. Und jetzt der letzte, genau, und sie ziehen komplett hoch. Sie, oder? Ah, ich glaube eher, dass Michu Richtung ins Nest Window, vielleicht ins zieht. Window reingeht. Ja. Nee, er geht nee. Tatsache ganz so. Oh, dieses die Timing halt. Ist halt das so ist halt perfekt. Ja, geht sogar Richtung Window. Ja, und jetzt kann er natürlich callen, das ist hier B. Und es wird halt mega, mega schwer für und King Green, das spielt den Backstep. Skrunk spielt den Backstep. Aber sie zielen es ab. Skrunk wird also unten durchlaufen. Micho vorbei. Und Skrunk könnte halt jetzt super Surprise. Viel Schaden machen. Aber es ist wahrscheinlich egal, was Skrunk jetzt macht. Einen Kill kriegt er noch. Micho ist alleine gegen 5. Zwei davon hat er schon gemacht. Er hat keinen Kit. Das heißt, die Zeit spielt auch noch gegen ihn. Geht um den Spot. Ja, und Otto schnappt ihn sich dann schlussendlich. Das war eine sehr schöne taktische Pistol Round von Euronics. Ja, war gut gespielt. Muss man einfach sagen. Das war stark gemacht und ja, dank Skrunk konnte man da früh Kinguin auf die falsche Fährte locken. Das ja klar, so ein Fake funktioniert immer am besten, wenn du zwei Kills machen kannst. Weil dann muss der Gegner verschieben, auch wenn er das Gefühl hat, dass du auf den anderen Spot kommst. Klar, man könnte noch irgendwie ein Gamble spielen, aber je mehr Druck halt auf dem anderen Spot läuft, desto eher schiebst du dann auch nach oben. Möchtest ja nicht zu spät dabei sein, wenn die Party beginnt. So, Defix spielt jetzt hier seine die einzig wahre Position für ihn, er boostet Leute hoch. Weil er ist ja nur der Coach. Ja, das heißt, er muss einfach nur den Supportspieler machen. Ja, eigentlich sehr schön. Man steht mit der Arcada Richtung Playground und wartet drauf, dass das Kinguin da wirklich offensiv geht. Das von Kinguin ist schön. Dass Kinguin hier eigentlich ein Alangs-Deck spielt. Leichter Blick Richtung Mitte noch. Sie haben auch Maus an B. Das heißt, sie haben eigentlich an beiden Spots zumindest die Info. Und den Alang-Stack finde ich jetzt gar nicht so schlecht, weil sie lassen den Gegner in den Nahkampf kommen. Der Gegner denkt sich, okay, erstmal haben wir hier ein Fernkampfduell.
Und das Beste, was Euronics jetzt eigentlich machen könnte, wäre Alang splitten. Also hier Mitte reingehen, Mitte hoch. Und dann könntest du da sogar schon zwei Frags bekommen, weil dich nur ein Spieler anschaut. Aber sie gehen den Underground runter. Das ist gesehen worden. Eventuell löst King Green diesen Stack jetzt auf. Das ist ja der Fall. Mal gucken, was Maus hier machen kann. Oh, eine Kill. Raus. Dann ist die CZ halt leer. Und ja, der One for One. Bisschen zu wenig, aber da gibt es nochmal einen Headshot gegen Skrunk. Der hat noch 45 HP. Die Bombe jetzt auf dem Spot. Man nimmt Wasser vorne nicht ein. Das komplett Defensive finde ich ziemlich gefährlich. Aber Felsor macht den Doppelkill und eigentlich sollte Euronics jetzt keine Probleme haben, die Runde zu holen. Das ist auch der Fall. King Green zieht sich zurück. Das wird das 2:0 für Euronics Gaming. Ja, da hat man den Boost versucht, was auf der einen Seite ein nice try ist, aber du hast es gestern schon erwähnt, da ist dann halt immer dieser Sprung drin. Ja. Und der Sprung, der verrät halt so viel und da hat Felser einfach nur abgefrühstückt. Im Retake sollte man den Turm eigentlich nicht machen. Ja. Weil du springst hoch und verrätst dich und die einzige Möglichkeit, um den Turm da hinten sinnvoll einzusetzen, wäre, bevor der Go kommt, den Turm aufzubauen. Aber dann hast du zwei Spieler an der gleichen Position stehen, wovon der untere eigentlich nichts abdecken kann. Das heißt, es kommt komplett auf den oberen Spieler an. Das ist ein Turm, wo viele Teams denken, oh, okay, der ist jetzt vollkommen OP. Ja? Aber im Endeffekt birgt er viel zu viele Risiken, als dass er wirklich was bringen würde. Man hat da zwar einen ersten Vorteil, aber wenn es halt in so ein Top-Team geht oder so, dann aimen die das eigentlich auch ab. Die gucken da eigentlich hin. Und dann guckt halt das Köpfchen raus. Und dann war's das. King Green hat jetzt zwei Flashes dabei. Die können sie halt nutzen, um sich hier irgendwie offensiv irgendwo rein zu flashen. Gerade in der Eco kann das auch mal gut funktionieren. Und da gibt's direkt mal das Gesicht. Ja. Und sie aimen hier wieder ab. Defix spielt wieder den Supporter. Wer hätte das gedacht? Ja, aber das ist eigentlich ein schöner Boost, muss man sagen. Otto wird da hochgeboostet, der guckt einfach Richtung lang. Man hat da sehr gutes Backup durch diesen Baum und durch das Holz. Und das ist so eine Stelle, die man normal nicht eigentlich direkt abaimt. Streamman geht jetzt langsam Richtung Connector vor. Damit hat man langsam mal sicher die Mittekontrolle, hat die Connector-Kontrolle. Und damit kann man jetzt natürlich viel, viel machen. Man kann Fake spielen, man kann schnell Richtung A gehen, man kann die Toilette einnehmen. Streamman dann noch auf der Suche nach Info, dass er da noch irgendwas Richtung Sumpf sieht. Bleibt aber erfolglos. Rellen zeigt es ja nicht. So, jetzt kommt ja der Jump. Felser müsste das gesehen haben. Und er wartet auch schon. Der aimt das jetzt da ab. So, da kommt auch der Molotow reingeflogen, um da einfach den ganzen Spieler rauszuscheuchen. Jetzt müssen sie halt den zweiten in der Ecke finden. Jetzt haben sie noch einen Richtung K stehen. Und sie schieben zurück. So, und Rell lässt jetzt auf das Spiel ein, da in den Rücken zu fallen. Er kriegt den Frag ein bisschen zu früh vorgegangen, aber damit erfolgreich. Er stoppt hier nochmal so ein bisschen Euronics, dass sie den Gore spielen. Entscheiden sie jetzt Richtung A zu gehen, Skrunk da mit dem ersten. Refrag kommt da von Maus, der kommt da nicht an die Waffe dran. Da kann er nichts machen. Ja, wenn Maus da noch an die AK gekommen wäre, vielleicht hätte er da noch sehr viel Schaden machen können. Gut aufgepasst von DevX, dass Rallen tatsächlich den Connector hochkommt. Aber eigentlich nicht gut gemacht von Rallen. Der war mit dem ersten Kill bekannt. Er muss damit rechnen, dass Euronics einen abstellen wird, der ihn abzielt. Mhm. Und das Beste, was er machen kann, ist wirklich über normal CT-Connector wieder hochschieben. Denn genau. Dann hast du einen Gegner, der eine Position abzielt, wo keiner deiner Spieler kommt. Und du kannst mit zwei Spielern von der gleichen Seite angreifen. Mhm. Jede Menge Vorteile. So, das heißt jetzt für Kinguin, die haben jetzt endlich mal Waffen. Und mal schauen, was sie draus machen. Ich kenne halt Kinguin, dass sie auf Overpass sehr, sehr offensiv spielen. Dass sie halt sehr offen, dass sie halt sehr, sehr früh versuchen, die Info zu bekommen, auch Richtung lang. Dass man da, wie man es in der Pistol gemacht hat, da Lol. Wirklich vorgeht. Ist er gerade am Ballon abgeprallt? Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Ich glaube schon. Das ist halt, dieser Ballon hält alles aus. Der Ballon ist einfach super krass. Das haben wir gestern schon rausgefunden, dass dieser Ballon einfach super krass ist. Ah, Defix, da kann er den Frag nicht setzen. Rellen zieht auch wunderbar rum, keine Refrag-Möglichkeit. Jetzt zieht hier Felser mit der Bombe nach. Hat hier zwar noch... Da ist noch jemand dabei. Jemand ein Gepäck. Oh, Furlan, der kommt da halt in den Rücken. Felser macht da jetzt den Frag. Furlan mit dem ersten. Ah, und das war sehr schön von Felser. Und er macht hier die Runde. Erstmal sein 2K. Macht damit zwei wichtige Frags. Und jetzt können sie sich entscheiden, wo sie hingehen. Skrunk, der ist da schon alleine Richtung B unterwegs. Muss den Spieler da finden. Ist halt 4:3 gewesen, ja. Ich glaube schon. Ja. Gehe ich gleich mal zwischen den Matches checken, ob der 4:3 spielt. Threeman macht den Kill hinten, den Spieler hat er gesehen. Die Bombe muss da nicht ins Duell. Einfach legen. Es ist ein 2-gegen-2 und jetzt sollte man erstmal den Druck auf Team King Green aufbauen. Auch hier, schöne Smoke.
Da kann man sich nochmal gut umstellen. Man muss doch jetzt nicht ins AWP-Duell gehen, aber Felser gewinnt das. Nächster starker Frag von ihm, Michu, im 1 gegen 2. Geht hier vor, er hat noch eine Smoke und eine Flash, aber er hat kein Kit. Und mit dem Schuss seine Position verraten. Felser schnappt ihn sich auch noch. 4K für Felser. Starke Runde von ihm. Und die geht komplett auf sein Konto. Ja. Holt den Frag Richtung Toilette, holt den Spieler Richtung Lang, macht den Backstepper platt. Ja, gute Runde einfach von ihm. Also, da gibt's nichts zu meckern. Damit das 0 zu 4 für Euronix und sie schicken Kinguin wieder in die Pistol Round. Haben zwei Nades dabei, eine Flashbang und eine Smoke. Smoke wird genutzt, um den Weg unten Richtung Connector abzublocken. So, Skrunk, der geht direkt mit Vollgas, da gibt's nur weh. Und da kriegen sie auch direkt den zweiten Frag da Richtung Connector. Und die Runde ist eigentlich schon fast weg. Sie haben zwar die beiden CZ, Sparrow da noch auf der Suche. Ah, der kann da nochmal einen Rücken fallen. Defix, der muss jetzt den Frag da setzen. Und er sucht. Ja, gut, Backup. Dass er sich nicht zeigt. Das war gut gespielt von Defix. Der zeigt sich einfach nicht. Und tut da Sparrow ja, sehr komplett schön. Ausspielen mit seinem Mate. Wenn sie jetzt richtig machen, verlieren sie keine Waffe. Schönes Detail, der Runde war der Molotow hier Richtung Connector-Treppe unten von Euronix geworfen. Dadurch kann Skrunk halt an Construction vorpushen, ohne dass er sich wirklich Gedanken machen muss, dass jemand aus dem Connector rausgeht und ihm in den Rücken fällt. Kleines Detail mit großer Wirkung. Dann können wir mal kurz auf die Frage eingehen. Hast du das bei dir offen? Nö, aber das lässt sich schnell erledigen. Okay, warte. Also nochmal auf die Frage einzugehen, wo David K. ist. Der ist noch in der Bahn. Eigentlich wollten sie mich fragen, ob ich spiele. Defix hat persönlich gefragt, aber ich muss dann leider absagen. Tut mir echt leid. So, okay. Also bei mir läuft's jetzt. Wir haben das 0 zu 5 hier für Euronix. Wir haben leider jetzt keinen Sound, weil nur beim Herr Hitschinski ist der Sound. Und das heißt, wir müssten kurz auf Sound verzichten, bis Marvin das gefixt hat. Ich kann ja nicht mehr machen als Neuladen. Du fixst das schon. Ich fick das schon. Ne? Und ja, damit hier Euronix. Die spielen das echt gut gegen Kinguin. Man muss schon echt sagen, sie versuchen halt viel auf Mitte zu gehen, aber auch kompakter vorzugehen, versuchen dann gemeinsam die Toilette einzunehmen. Und den Raum bekommen sie auch erstmal hier von Kinguin. Und sie merken auf Seiten von Kinguin, dass sie dieses aggressive Spiel auf A nicht spielen können. Sie werden halt super stark von Euronix hier zurückgedrängt. Maus kann da jetzt den ersten setzen. Wichtige Runde natürlich für Kinguin. Ja, zweite Waffenrunde, ne? Die jetzt nochmal abgeben. Und man gibt Euronix hier schon ein sehr gutes Gefühl für die nächsten Runden. Ja. Und ich finde das sehr gut gespielt von Euronix. Die setzen halt Kinguin so weit unter Druck, dass sie absolut keine Info haben auf Seiten von Kinguin. Das heißt, die Polen wissen gar nichts, wo sie hingehen. Erst nach dem Go oder bei dem Go auf B wissen sie eigentlich, was hier Phase ist. Aber sie kriegen trotzdem den Spot hier zu. Sparrow da mit dem Double Frag und damit ist noch Otto hier im 3 gegen 1. Der versucht hier nochmal die Bombe durchzubringen. Oh. Die Smoke ist halt gerade weggegangen. Ja. Da hätte er halt nichts machen können. Willst du das nochmal mit VLC probieren? Das ist jetzt eine längere Geschichte. Ach so, ist das nicht mehr installiert? Doch, ist installiert. Ja, nein, gut. Lass mich mal machen, dann musst du gerade mal alleine gucken. Ja, das machen wir schon. So, der Marvin kümmert sich um die Begebenheiten hier, das zu reparieren. Und ja, Kinguin mit ihrer ersten Runde. Und jetzt haben sie auch mal ein bisschen Confidence hier direkt vorzugehen. Rallen da, wie man ihn kennt, aggressiv hier mit der AWP nach vorne unterwegs. Und das mag ich so bei Kinguin, dass man wirklich versucht, hier ein bisschen den aggressiven Spielstil mit der AWP da rauszuziehen. Sparrow schießt den Schuss da vorbei. Das heißt Doppel-AWP bei ihnen. Das gleiche gilt auch bei Euronix. Skrunk und Felser hier jeweils an der AWP. Und sie nehmen wieder den Park ein. Sie bekommen halt auch die Situation, das Ganze hier einzunehmen. Sparrow da auch wieder direkt zurückgedrängt. Also sie gehen nicht zu offensiv vor bei Kinguin und versuchen nur auf diesen First Pick zu gehen, da Euronix unter Druck zu setzen. So, jetzt hat man erstmal den Park. Felser hier alleine. Oh, sorry. Felser hier alleine mit der AWP vor B. Und der Rest orientiert sich wieder Richtung A. Es könnte auch wieder ein Fake werden, dass man hier direkt versucht, auf B zu gehen. Schöner Jump da von Skrunk.
Aber der wird da schon abgeamt. Sparrow hatte das schon auf dem Schirm, dass da gegebenenfalls Oman da steht. Furlan kriegt ihn jetzt hier auch. Sehr schön. Das kann Skrunk nicht auf dem Schirm haben. Damit kriegt man den ersten. Furlan mit dem zweiten. Nimmt da direkt Defix raus. Keine Chance, irgendwas zu machen. Sparrow schlägt jetzt auch mit der AWP in der Mitte zu. Und damit gehen sie genau im richtigen Moment auf Seiten von Kinguin hier offensiv gegen Auronix vor und blocken hier das Aufbauspiel Richtung A-Side ab. Und damit ist es eigentlich nur noch eine Formsache, hier das Ding zu beenden. Damit die zweite Runde für Kinguin. Und Kinguin findet schnell eine Lösung gegen das gute Spiel oder gegen das Spiel da von Auronix, dass sie da gegen A aufbauen. Ja, gut, ne? Ja, läuft, würde ich sagen. Nee, läuft nicht. Dimitri, was ist da los? Läuft da wieder irgendwas? Ja, ausmachen da, ne? Also gut. Das ist auf jeden Fall ein Verbindungsfehler bei mir. Ja. Gut, dann müssen wir halt ein bisschen weiter ohne Ton machen. Ja. Aber wir haben ja noch ein paar Maps, von daher. Ja, zwei Runden in Folge für Kinguin. Rallen macht jetzt auch wieder den First Frag gegen Felsor. Ronix steht schon ziemlich weit vorne an Kurz. Sie haben noch ziemlich viele Granaten. Wäre also ein einfaches hier aus dem Aufbau, den sie gerade haben, ein Argo zu spielen. Da kommen auch die ersten Molotovs. Ah, nicht gut genug, dass Rallen sich da komplett zurückziehen muss. Aber der war nur gedacht, damit man den Gegner ein bisschen in Panik versetzt. So, und jetzt gehen sie wieder zurück, lassen die Bombe alleine an Kurz stehen. Okay, die Bombe geht auch zurück. Ah. Auch nochmal den sicheren Weg innen in den Toiletten. Also das ist jetzt sehr interessant. Auronix hat darauf reagiert, dass Kinguin da versucht, ab einer bestimmten Zeit ein bisschen mehr Druck Richtung Mitte aufzubauen und da Auronix im Aufbauspiel zu stören, haben sie jetzt einfach damit gekontert, dass sie Vollgas nach vorne gegangen sind und Kinguin komplett zum Spot gedrängt haben. Das ist natürlich jetzt sehr interessant. Sie entscheiden sich komplett hier zurückzuziehen. Felser wurde da, wie gesagt, schon rausgenommen und man hat schon den kompletten Sumpf. Und jetzt hört man die Spieler ansteppen. Und das kann Michu komplett durchcallen. Sparrow zieht da schon nach, sucht jetzt die Flanke, bekommt da sogar noch einen. Sparrow schießt da jetzt vorbei. Ah, bekommt trotzdem den Frack hier. Aber das Ding ist eigentlich schon gelaufen. Auronix wird da keine Chance mehr haben, irgendwas zu machen, weil sie schieben schon alle runter und es ist nur noch Otto hier im 3 gegen 1. Und es sind 10 Sekunden und was will er da machen? Ich super glaube, zumindest gut vor der Zeit, ja. Super gut ausgespielt da von Team Kinguin. Die lassen sich da gar nicht verwirren. Und ja, Auronix, die müssen jetzt irgendwas anderes finden. Sie versuchen es halt, ja, irgendwie Anti zu spielen, aber das klappt nicht so wirklich. Also Kinguin da unter Druck zu setzen, sie wirklich auf die Spots zu binden, dass sie da keine Info bekommen. Aber Kinguin kriegt das gut unter Kontrolle. So, jetzt geht's aber erstmal in die Pistol Round. So, in der Pistol Round, da versucht man halt nur Damage zu machen und die Bombe zu legen. Und da kommt auch einfach alles reingeflogen. Und da ist alles kaputt. Und das war so krass, die Nate, dass der Stream einfach buffern muss. Ja. Ja, gut, ne? Vielleicht schalten wir mal kurz auf unsere Gesichter. Man kann auch aus allem was Schönes sagen, ne? Wie gestern, was habe ich gesagt? Ah, wo der, Stream du denn daraus jetzt Schönes sehen? Wo der Stream gebuffert hat. Lad mal neu. Ist ja, da hat man schön die Wall of Smoke gesehen auf dem Mirage. Ja, stimmt. Ja, das ja war perfektes. Aber da hättest du nichts machen können. Lehrbuchbild. So, ich versuch's nochmal bei mir. Also bei mir ist er offline. Das kann natürlich gut möglich sein, dass der Stream einfach. Nee, ich glaube nicht. Offline ist. Naja, gut. Also zumindest lädt er bei mir nicht, war eben kurz offline. No streams found. Tatsache. Der ist offline. Dimitri. Marvin ist Techniker ist informiert. Techniker ist informiert. Ja. Bei Technikfragen. Technikfragen. Ja, wir könnten ja mal wir könnten ja mal das Bild absnacken vom englischen Stream. Diesmal mache ich keinen Fehler. Wie gestern. er hat ausgeschlafen. Von daher. Ja, sagen wir, ich habe ausgeschlafen. Doch, das ist Herr Czinski. Aber der hört sich das Mikrofon, muss man sagen, ja. Ein bisschen erkältet? Ja, ich so. Ich bin auch immer erkältet. Das ist halt mein. Das funktioniert ist mein Caster-Stil. Das ist mein Caster-Stil. nimm mal mein Bild gerade. Ach, das lädt auch hier. Mach mal bei dir auf. In der Hoffnung, dass es bei dir besser läuft. Was ist denn das? Der ja, hier, ne? Ohne, genau.
Läuft, oder? Sieht gut aus. Wir greifen wieder das Bild von Jitko ab. Ja, das sieht gut aus. Ja. Also, 5:5, King Green hat es geschafft, das Ganze tatsächlich auszugleichen. Euronix kann mit 5 T-Runden auf Overpass allerdings schon zufrieden sein. Auf jeden Fall. Wollen da natürlich mehr bekommen. Ja, mhm. Das ist klar. Dann schauen wir mal. Sind jetzt wieder in der Waffenrunde. Allerdings hat Skrunk an B schon jede Kontrolle verloren. Er wurde halt direkt von der AWP von Sparrow gepickt. Ja, dann machen sie hier eine Doppeldeckung. Schöner Spray von Rallen. Nimmt da 2 raus. Aber wird dann gerefragt. Und da sind jetzt Möglichkeiten für Euronix, auch wenn sie in der Unterzahl sind. Denn King Green muss sich dafür entscheiden, einen Spot mit 2 Spielern zu decken und den anderen mit 1 Spieler. Aber das machen sie nicht. Sie versuchen jetzt hier in den Rücken reinzufallen. Das heißt, hier weiter die Offensive zu suchen. Das klappt so gut. Das klappt so gut. Maus kann jetzt diesen wichtigen Frag rausnehmen und damit ist die 2-gegen-1-Situation. Aber das Ding ist noch nicht verloren. Das Otto kann hier auf jeden Fall... Ja gut. Damit ist Micho schon da. Ich habe jetzt die Zeit nicht ganz im Auge gehabt. Es kann sogar sein, dass Euronix, ja. Wobei es müssten so 35 Sekunden ja. gewesen sein. Ja. Aber da hat King Green gut drauf reagiert. Ich habe ja eben schon gesagt, Euronix versucht viel über Mitkontrolle und über Park. Und da haben sie jetzt einfach das Crossfire Richtung Lang mal aufgebaut und da mal Euronix gezeigt, wer der Boss ist. Ja, und Rallen wird da auch direkt wieder vorgeschickt. Und damit geht's weiter hier mit dem offensiven Spielstil. Kann ihn nur zu oft betonen. Oh, das ist gut in die Flanke reingefallen. Und da kommt jetzt einfach der Push über den Connector. Und jetzt wird man das Tempo hier aufnehmen. Das hat halt mega gut funktioniert für den Strayman.